So. Ganz links. Na lauf, Mädel. Rauf, 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 immer schön die Treppe rauf. Aber wieso höre ich mich selbst? Das nervt gerade. So, hier haben wir die schönen Lautsprecher. Ich hoffe, das funktioniert. Aber so ein Kassettensystem braucht bestimmt keinen Strom. Ich bin so traurig. Hüpf. Armes kleines Tentakel. Komm, ich habe etwas, um dich aufzumuntern. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Ich die Kassette unten gelassen. Ich Idiot. Na, nochmal runter. Müssen sowieso ein bisschen warten. Ich muss ja zugeben, ich habe mal kurz reingelesen, weil ich absolut keinen Plan mehr hatte, wie es weitergeht. Und dann, ja, man muss nichts tun. Man muss wirklich abwarten. Das Spiel geht im Endeffekt, oder in dem Spiel geht man einfach davon aus, oder die Programmierer gingen davon aus, das klingt am besten, ist der schönste Satz, dass man quasi alles direkt erledigt und dann so, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, dass man alles direkt erledigt und dann quasi das alles fertig hat, während man die anderen Rätsel noch löst. Aber da ich das mit dem Manuskript erst ganz zum Schluss gelöst habe. Ja. So. Nur warum höre ich mich hier selbst? Also das. Das geht überhaupt nicht klar. Da muss ich nach der Aufnahme auf jeden Fall mal gucken. Hau bloß ab, du lila Schleimbeutel. Rühr mich nicht an. Ja, geh doch einfach aus der offenen Tür. Tante. Lila Tentakel, hör auf mit den Experimenten zu spielen. Bring sie her, es ist gleich soweit. Na gut. Dann schauen wir mal. Ihhh, ja, da schreit sie. Das soll uns wahrscheinlich verdeutlichen, dass es gleich soweit ist. Dann schauen wir doch mal mit dem schönen Jeff, ob mittlerweile schon der Brief da ist, aber das muss eigentlich klingeln. Und wir nehmen die Kassette mal an uns. Ja, ich hoffe, dass das jetzt hier nicht noch ein Zeitproblem gibt. Sonst hätte ich ganz schön in die Ecke geschissen. Nochmal spielen das Ganze. Dann hätten wir aber das Let's Fail komplettiert. Dann würde ich es, glaube ich, trotzdem hochladen. Ja. Ach Mensch, das mit der Audiospur, das nervt mich aber jetzt wirklich tierisch. Und das ist nicht immer. Ich hoffe, das echot nicht. Sonst. Das wäre ganz fail. Definitiv. Aber es ist irgendwie, wenn ich sehr laut spreche, dann. Naja, wie auch immer. Oh, das Licht ist wieder an. Perfekt. War das. Noch die falsche Tür. Müssen noch hier rein. Komm. Hoch. Hoch die Treppe. Wir gucken auch nochmal bei Jeff. Das muss wahrscheinlich klingeln. Hoch die Treppe. Oh, es ist immer noch so traurig. Na, dann machen wir dir doch mal eine Freude. Na? Die Boxen können das wohl ab. Na gut. Ja, meine Fresse. Ich hatte ja schon gesagt, dass, also es geht jetzt eigentlich nur darum, dass wir hier einen Vertrag bekommen von dem Produzent. Der lässt sich allerdings ganz schön bitten, während wir jetzt hier planlos durch Valhalla laufen, hier durch die Hütte.
Was nicht? Lauf, lauf einen Tacken schneller, Mädel. Werden wir schon mal alle versammeln. Vielleicht sollten wir noch mal ein Gruppenfoto schießen. Bald kommt die Alte dann doch raus. Gleich ist es soweit. Ein bisschen zombiehaft. Aber gut. So, jetzt geht die mal persönlich gucken. Ja, Mensch. Der lässt sich ganz schön Zeit, der Kollege. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Ja, ich habe jetzt zwischenzeitlich schon ein neues Projekt angefangen, Zack McCracken. Das ist quasi chronologisch der nächste folgende Teil also der Nachfolger von Maniac Mansion. Und ja, den werde ich dann anfangen hochzuladen, wenn hier der letzte Part oben ist, dass wir hier nicht zu viel gleichzeitig kriegen. Ist auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel. Jetzt muss ich aber nochmal kurz gucken. Ich muss nochmal kurz die Aufnahme unterbrechen. Was hier mit dem Sound es auf sich hat. Wir sehen uns. So, und da sind wir wieder zurück bei Maniac Mansion. Ich habe das Aufnahmeprogramm nochmal neu gestartet. Jetzt scheint alles zu funktionieren. Ja, dann schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Da draußen haben wir alles erledigt. Hier haben wir alles erledigt. Das heißt, ja, wir warten jetzt quasi, bis der hier, bis der Verleger das neue. Ah! Da ist er schon. Können wir noch gleich mal hin. Hallo, ja, hallo. Es hat geklingelt. Es hat geklingelt. Ah, was haben wir denn da? Ein Vertrag. Sehr gut. Ja, das läuft ja. Anscheinend hat Ed jetzt auch keinen Bock mehr, an die Tür zu kommen. Ja, uns soll es nicht stören. Dann werden wir jetzt mal schnell die Sandy vor ihrem Schicksal erretten, damit sie nicht als hirnloser Zombie hier endet. So. Dann mal hier schnell rein in die gute Stube, ab nach Tschernobyl. Komm. Wir lesen mal den Vertrag. Das ist ein Buchvertrag und er ist mehrere Millionen wert. Na, das ist ja optimal. Komm, Dave. Lass dich mal nicht lumpen. Auf. Immer schön die Tür auf. Na, komm. Tür aufschließen. Jetzt muss alles ein bisschen schnell gehen. So, wir gehen mal hinein. Und wir geben den Vertrag zum lila Tentakel. Ein Vertrag für den Meteor. Das wird ihn sicher freuen. Entschuldigt die Störung. Ja, Standbild. Geht weiter. Auf dann. Dann öffnen wir mal die Tür. Ach, die Olle steht schon drin. Lila Tentakel, Eindringlinge. Ja, immer weiter, immer weiter. Hier brauchen wir die. Hab ich den Vertrag noch? Kann ich dem auch den Vertrag geben? Gib Vertrag zu Dr. Fred. Jetzt bleibt mir keine andere Wahl. Der schaltet jetzt die Selbstzerstörung wahrscheinlich ein. Benutze. Ja, das soll uns nicht wirklich stören. Wir drücken mal hier den Schalter. Zeit bis zur Kernschmelze. Au. Oh. Ja, da habe ich die Hütte ein zweites Mal gesprengt. Das ist ja traumhaft. Also ein gelungenes Let's Fail. Ich lade direkt nochmal unseren Spielstand, bevor der Brief kam. Und gehe hier schon mal in Position. Das müsste ja gleich soweit sein.
Hat's wieder geklappt? Da. Also Ziel ist natürlich schnellstmöglich den Hebel umzulegen, bevor der Olle seine komische Countdown-Sequenz da abgeschlossen hat. Ja, jetzt warten wir nur noch auf die Klingel. Aber so schnell geht das, dann ist das Haus weg. Ja. Herrlich. Ah, sehr gut. So, dann lassen wir auch gleich den Jeff hier. Komm, mach auf. Der war jetzt wirklich so flüssig wie nur was. Den haben wir jetzt eigentlich hier fast gar nicht gebraucht. So. Ja, das gehört alles dazu, deswegen ist das live. Ach, geh. Lauf. So, den Vertrag an Wendy. Wir drücken den Koboldkopf. Beeilen uns, damit der Dave seine schöne Sandy hoffentlich mit intaktem Gehirn wiederbekommt. Das ist ja immer noch unser höchstes Ziel hier. Ah, ein bisschen wieder umständlich. Ich hätte auch der Ollen einfach den Schlüssel geben können, fällt mir auf dem Weg ein. Denn ich meine, der Dave, der macht hier sowieso nur den Türöffner. Ab, rein in die gute Stube. Mal durchgescrollt. So. So, dann geben wir den Vertrag zum lila Tentakel. Ein Vertrag für den Meteor. Ja, sehr schön. Wir öffnen die Tür. Jetzt muss es schnell gehen. Wir öffnen den Schrank. Nutzen den Strahlenanzug. Benutzen die Schlüsselkarte. Auf geht's, rein in die Tür. Wir benutzen den Schalter. Ja, und da ist der Dr. Fred geheilt. Was ist passiert? Ich fühle mich so anders. Ich werde nicht mehr kontrolliert. Ja, er ist glücklich. Aber halt. Die Selbstzerstörung wurde gestartet. Ja, toll hast du das gemacht, Onkel. Ich versuche sie abzuschalten. Ah, ein kritischer Moment und ich kann sie nicht abschalten. Krieg ein Kind, der Meteor hat die Kontrolle über das gesamte System übernommen. Und nee, jetzt gleich nochmal die Hütte gesprengt. Achtung, Freunde, jetzt haben wir es geschafft. Hey, du da. Du musst mir helfen. Wir müssen diesen Meteor ein für alle Mal loswerden. Ja, das machen wir doch jetzt. Denn wir geben den Vertrag an den Meteor. Wow, ein lukrativer Buchvertrag. Ich werde berühmt. Und er schleimt. Guck dir das an. Ich muss nicht mehr böse sein. Nein, musst du nicht. Dr. Fred, lass die Frauen wieder frei. Wir werden reich, reich, reich. Ja, geil. Und er sabbert immer noch fröhlich vor sich hin. Oh, jetzt hat er aufgehört. Das Mikrofon hängt so runter. Und hier sind wir wieder. Wir sprechen heute mit dem Stein aus. Dem All, der ein Leben als Verbrecher gegen eine Karriere als Autor tauschte. Ja, mit einem guten Ghostwriter, versteht sich. So, Mr. Meteor, wie fühlt man sich, wenn man berühmt statt berüchtigt ist? Nun, Wim, ich fühle mich großartig, aber allein hätte ich es nicht geschafft. Oh. Ja, der am wenigsten gemacht hat, aber am allerwenigsten. Herzlichen Glückwunsch. Weißt du, die Olle hat alles gemacht. Und Sandy hat trotzdem so einen leichten Schaden, hat sie gehabt. So ein bisschen so, naja. Ja, Freunde, das war's schon. Das war mein Let's Play zu Maniac Mansion. Ich hoffe, es war einigermaßen erträglich und unterhaltsam. Und ja, wir sehen uns, wenn ihr mögt, wieder bei Let's Play Zack McCracken oder bei Indiana Jones. Ich werde mir die ganzen alten LucasArts Games mal vornehmen. Ja, ansonsten, wenn euch das gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es auch in die Kommentare. Ja, wenn ihr wollt, abonniert meinen Kanal. Ich bin raus, macht's gut. Tschö, tschö, euer Saints LP.